Hallo, guten Morgen. Es ist Freitag, ungefähr 10:30 und ich sehe so verquollen aus. Das ist meistens so, wenn ich am Tag vorher irgendwas gegessen habe, was mir halt nicht so gut bekommt. Daran merke ich das auch. Also so sollte man eigentlich nicht unbedingt aussehen. Gestern waren wir den ganzen Tag bei IKEA. Also wirklich, wir sind gegen 11 losgefahren und sind 18 Uhr wiedergekommen. Ich habe dann schnell was gegessen und bin zu einem kleinen Vortrag gegangen bei Fitnesskönigin, keine Ahnung, ehemals Miss Sporty. Und dort werde ich mitmachen bei diesem Kurs, der geht einen Monat lang. Die wollen das halt als kleine Studie nutzen. Am Anfang dieser Studie wird geschaut, wie die Körperzusammensetzung der Leute ist, also wie viel Fett hat man, wie viel Muskeln und so weiter. Und dann wird halt trainiert, 4 Wochen lang. Und dann am Ende schaut man wieder, wie viel Fett, wie ist die Körperzusammensetzung der Leute. Und da mache ich mit und da bin ich schon super gespannt. Ich habe eine Körperfettanalysewaage zu Hause, allerdings ist die, glaube ich, nicht sehr akkurat. Und die haben halt so ein super akkurates Gerät, da bin ich schon super gespannt. Das wollte ich nämlich schon immer mal wissen. Und so eine Analyse kann man auch in manchen Apotheken machen lassen und manche Ärzte machen das auch. Aber die kostet halt, ne, so von 30 Euro aufwärts, so bis 100 oder so. Ich habe da mal nämlich nachgefragt. Ich wollte das eigentlich machen, sogar diesen Sommer, weil ich dachte, ja, ich mache das dann halt selbst. Ich wollte selbst so eine Analyse machen, dann halt 3 Monate lang intensiv Sport und auf meine Ernährung achten und so und dann halt wieder hingehen. Allein dafür lohnt sich für mich schon das Mitmachen bei dieser Studie. Ja, ich bin schon echt gespannt auf die Ergebnisse. Und das Training ist wohl so mit hydraulischen Geräten und bla bla bla. Und heute ist sogar schon der erste Tag, wo festgestellt wird, also wo die ganzen Messungen stattfinden und das erste Training und so. Ich bin super aufgeregt und gespannt. Das findet 16.30 Uhr statt und jetzt, wie gesagt, ist es irgendwie 10:30. Das heißt, ich habe 5 Stunden ungefähr. Ich muss mich auch irgendwann fertig machen. Zeit, um diese Wohnung auf Vordermann zu kriegen und noch die restlichen Sachen aus dem Auto zu holen. Wir haben ja gestern einen Teppich gekauft unter anderem und der ist zum Beispiel noch im Auto. Ich kann euch mal den Zustand dieser Wohnung im Moment zeigen. Ich weiß nämlich nicht genau, wie ich das hinkriegen soll, in den nächsten 5 Stunden die aufzuräumen. Aber es ist mein Ziel. Okay? Also, bitte nicht erschrecken. Es ist gerade wirklich drunter und drüber. Es sieht schlimmer aus als am Montag, als ich angefangen habe und dachte, ja, Ende der Woche habe ich das alles im Griff hier. Es wird sowas von clean und aufgeräumt sein und alles, was wir nicht brauchen, wird weg sein und alles, was wir halt neu haben, wird schön einsortiert sein. I wish, Leute. Ich bin froh, dass ich noch morgen und übermorgen habe. Ich zeige euch erstmal den Zustand dieser Wohnung. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken, Leute. Eine Sache, die ich so gut wie nie zeige, ist dieser Flur. Einfach, weil er so vollgepackt ist mit Sachen. Okay, hier haben wir jede Menge Schuhe. Das ist ein alter Schreibtisch von Seth. Darunter, ja, sind Pfandflaschen. Hier sind Jacken. Hier ist Zeug, das dort abgelegt wurde, wie ihr ganz eindeutig sehen könnt. Dann ist das die Küche. Es muss unbedingt abgewaschen werden. Und so andere Sachen. Mein Rucksack. Neues Geschirr. Ja. Tüten, Kram, das hier ist neu, das hier ist neu. Diese Geschirrsachen hier sind neu und diese grünen Sitzteile sind neu. Hier ist nur das Schlafzimmer, das zeige ich euch nicht. Das ist private. Ja, fürchterlich. Diese Kiste könnte auch mal weg, weil die benutzen wir so alle 2 Monate mal. Dafür muss die nicht unbedingt hier rumliegen. Okay, das ist das Bad. Dieser Vorleger ist neu. Dieses Regal hier ist neu, das hat Seth gestern zusammengebaut. Hier oben sind so unsere Elektrogeräte drin, so Föhn und Glätteisen und solche Sachen. Diese 2 Kisten standen hier vorher. Hier ist es immer relativ voll. Allerdings benutzen wir auch sehr, sehr viele von diesen ganzen Produkten. Das Regal gab es schon. Diese Kisten da oben sind neu. Und wir wollen diese ganzen kleinen Sachen, die eigentlich dort im Regal noch stehen, einfach in die Kisten machen und das ja, aufräumen, sag ich mal, damit das nicht alles so zusammen ist. Ja, diese Ecke des Flurs sieht auch ganz schlimm aus. Ja, lasst nicht darüber reden, okay? Okay, dann haben wir das Wohnzimmer.
da sieht es immer noch so aus, seit ich das Montag da so hingelegt habe. Wir haben zwei neue Kissen, also eigentlich sind die Kissen nicht neu, sondern nur die Bezüge. Ich wollte irgendwie das ein bisschen weihnachtlicher und da hinten diese rote Lampe ist auch neu. Ich wollte ein paar rote Akzente für Weihnachten. Ich dachte, das ist vielleicht ganz schön, aber ich glaube, das Schönste wäre, wenn es hier aufgeräumt wäre. Ja, das ist so mein, Wunsch für Weihnachten. Hier sind so ein paar Sachen, wie immer eigentlich. Mein Schreibtisch ist sogar relativ aufgeräumt. Hi, das bin ich heute. T-Shirt, Jogger und Schuhe von Falke, die sogar richtig, richtig toll sind. Die haben so eine Filz- und Nicht-Wegrutsch-Sohle und halten richtig doll warm. Beste Anschaffung ever, beziehungsweise Geschenk. Habe ich geschenkt bekommen von meiner Schwester. Ich habe mir solche Trenner gekauft für so Schubladen. Und dachte, da könnte ich vielleicht mal mein Make-up drin lagern. Das ist mein Make-up und das ist mein Make-up. Und die sind teilweise halt in solchen Kisten. Das hier ist, glaube ich, eine alte Teepackung. Da sind alle meine Lippenstifte drin. Das habe ich doch richtig gut gemacht, oder? Aha. Also der Plan ist, das Teil rauszunehmen, die Couch dort an die Wand zu stellen. Wir haben einen Teppich, der kommt dann hier hin. Let's do it. Und let's aufräumen. Okay, guys, let's aufräumen. Übrigens, dieses Puzzle hier hat Seth mir mal geschenkt. Voll toll, oder? Ups. Ja, das hat er selbst zusammengestellt und dann einen Auftrag gegeben. Ich glaube, bei DM kann man sowas machen lassen. Das ist aber schon Jahre her, deshalb sind wir da noch so klein. Und da habe ich sogar noch teilweise rote Haare. Ich hatte nämlich früher rote Haare und Seth hatte braune. Und jetzt hat er rote Haare und ich habe blonde. Ja, also meine Mutti und mein kleiner Neffe. Und Kirschen und Sevi und ich und Sevi und ich und Sevi und Inda und noch mehr Inda und ich. Ja, das ist selbst Gastschwester aus Indien. Da waren wir zur Hochzeit. Das ist das Brautpaar. Ja, war schön, oder? Ist ja nicht der Beste. Und ich muss jetzt auch meinen Teil machen und aufräumen. Das ist nämlich meine Aufgabe. Okay, let's do it. Aber wo fangen wir an? Wo fangen wir an? In welchem Zimmer fangen wir an? Tatsächlich fange ich meistens mit der Küche an, weil ich das irgendwie am einfachsten finde. Und es gibt halt nur Geschirr abzuwaschen und Geschirr wegzuräumen und hier einmal drüber zu wischen und so. Und dann ist die Küche halt gemacht und dann denkt man, puh, hey, wenigstens ist die Küche in Ordnung. Wenigstens dort. Und dann könnte ich zum Beispiel das Bad machen. Das alles neu einsortieren und dann könnte ich zum Beispiel mal zur Post gehen und ein Paket, das hier im Flur steht, wegbringen. Und dann könnte ich das Wohnzimmer machen. Das Wohnzimmer ist irgendwie immer für mich das Letzte, obwohl ich da halt viel Zeit drin verbringe. Aber so mache ich das in dieser Reihenfolge. Okay, ich habe abgewaschen, Suppe gekocht, die Sitzflächen für die Stühle da neu gemacht. Ich habe hier das alte Geschirr rausgeholt und das neue reingestellt. Ja, ich finde, es sieht schon gar nicht mehr so blöd aus. Klar, da steht jetzt halt das ganze alte Geschirr rum. Das muss jetzt natürlich weggebracht werden, was weiß ich, oder weggegeben. Ich bin erstmal ganz zufrieden mit der Küche. Ich mache jetzt weiter. Was hatte ich jetzt nächstes gesagt? Das Bad, ne? Okay, im Bad ist vor allen Dingen dieser Hümpel hier schlimm, aber der gehört eigentlich hier rein. Ich werde das Regal einmal komplett putzen und dann das alles wieder einräumen. Hoffentlich in solche Körbe hier, damit das halt nicht so rumsteht. Und ich werde auch versuchen, diese Fläche irgendwie aufzuräumen. Und diese Kisten werde ich vielleicht woanders hinräumen, damit hier unten Platz ist für diese Körbe da oben. Okay, das Bad ist jetzt fertig. Bin sehr stolz darauf. Seht ihr? Das ist alles weg. Da stehen jetzt die drei Kerzen, die standen vorher da oben. Hier ist alles relativ ordentlich. Hier sieht immer noch alles gleich aus, in der Dusche auch. Und hier habe ich die zwei Kisten hier oben und diese größere Kiste hier unten. Ja, ich finde das ganz okay so. Und oh mein Gott, wow. Guckt sich einer diesen Flur an. Okay. Ich glaube, der kommt dann als nächstes dran. Oder das Wohnzimmer, weil den Flur, da läuft man halt immer nur ganz kurz durch. Und dann ist das nicht so schlimm, wenn der ein bisschen zugemüllt ist. Aber im Wohnzimmer wohnt man halt so. Also da bin ich halt öfter mal. Okay, tschüss, Bart. Es war mir eine Freude. Next, the living room. Die Teile hier werde ich wahrscheinlich hier in den Schrank stellen. Dann ist das ja auch nicht mehr so ein Mix an Kisten. Aber heute habe ich dafür wahrscheinlich keine Zeit mehr. Ich muss jetzt nämlich, beziehungsweise ich möchte jetzt ein Thumbnail machen für den ersten Vlog von dieser Woche. Dann möchte ich es rausbringen und dann muss ich ganz schnell zum Sport. In einer Dreiviertelstunde muss ich schon dort sein. Du tippst einmal auf den Bauchnabel. Genau.
dann einmal hier fixieren. Und das geht weg. Jetzt drehst du dich nach dort, bis du wieder bei mir bist. Den ganzen Körper. Genau, Finger einmal weg, einmal lösen, lass mal einen ausatmen. Ach, also bist du da auf jeden Fall noch gut im Mombereich, ne? Mhm. Und dann machen wir einmal die Analyse. Mhm. Die machen wir barfuß, also einfach mal Schuhe, Socken ausziehen. Genau, darfst du einmal auf jeden Fall drauf, genau. Also hier hast du einmal dein Körpergewicht, dein aktuelles, 62,7 Kilo. Ja. Dann haben wir dazu im Verhältnis Muskelmasse. Genau, Muskulatur, 24,9 Kilo. Mhm. Und dazu im Verhältnis Körperfettmasse, 17,7 Kilo. Was? Wenn ich das zu Hause messe, dann sagt mir das mal 25. Kilo? Nein. Ach so, Kilo. Okay. Prozent haben wir hier. Prozentualer Körperfettanteil liegt bei 28,2%. Du hast wahrscheinlich vielleicht zu Hause eine, wo du dich nur mit den Füßen draufstellst. Ja, genau. Genau. Und hier ist ja diese Impedanzanalyse auf vier Punkte verteilt. Das heißt, wir geben den Impedanzstrom wirklich durch den ganzen Körper durch. Ja. Ja? Genau. Und wenn wir jetzt mal hier, und das ist das Spannende, das ist also schön, dass du bei uns bist, wenn wir das mal in der Verteilung sehen, Körperfettanteil, ist es im Oberkörper, im Unterkörper völlig im Normbereich bei dir. Und nur im Bauch, also im Rumpfbereich, ist es erhöht. Na, also im Bauchbereich hast du 8,9 Kilo. Da liegt also sozusagen das kleine Fettdepot. Ja, ansonsten ist die segmentale Verteilung im Normbereich. Das ist in Ordnung. Und kann man jetzt davon ausgehen, dass ich viszerales Fett habe? Definitiv. Also wahrscheinlich ist es eher Unterhautfett, also subkutanes Fett. Ja. Und sicherlich noch nicht an dem Risikobereich, weil auch dein Taillenumfang liegt ja noch im Normbereich. Ja. Ne? Also im hohen Normbereich, also da bist du jetzt bei 78 cm Bauchumfang. Genau. Aber das ist noch nicht im Risikobereich. Ich war zum ersten Mal bei Fitnesskönigin. Das ist hier ein Sportclub, der bietet Kurse nur für Frauen an, also Trainings nur für Frauen. 36 Minuten macht man das und dann ist man durch. Heute haben wir meinen Körper gemessen, also wie schwer ich bin und meinen Körper und so eine Körperfettanalyse gemacht. Ich liebe ja so Analyse-Sachen und ich liebe es auch festzustellen, okay, wo bin ich? Meine Körperfettanalyse im Bad sagt nämlich, dass ich 25% Körperfett habe und zwar morgens und nachmittags sagt die, dass ich 21% Körperfett habe. Und jetzt war ich nachmittags dort und die Waage dort hat gesagt, dass ich 28% Körperfett habe. Wow, also sehr viel mehr. Seht ihr, ich wusste, dass meine Waage lügt. Es ist so kalt draußen. Das Fitnessstudio ist halt so ungefähr 10 Minuten von hier mit dem Fahrrad. Und deshalb bin ich jetzt kalt. Und deshalb gehe ich jetzt ins Bad und lass mir eine Badewanne ein. Ja, ich bade jetzt, damit ich wieder warm werde. Seth macht gerade noch ein Video fertig und danach ist er hoffentlich auch bereit, um was zu essen. Und dann setzen wir uns hin und essen was und gucken was. Machen es uns gemütlich. Ich hoffe, das klappt mit dem Sport und allem. Ja, ich denke schon. So dreimal die Woche Sport, das ist eigentlich für mich kein Problem. Ein Problem ist für mich, mich die ganze Zeit über gesund zu ernähren. Ja, naja, so ist es halt. Ich will jetzt da nicht mitmachen und dann so in 4 Wochen, oh ja, Lena hat immer noch 28% Körperfett. Ah, oder 29, weil sie es nicht ausgehalten hat, über die Weihnachtszeit nicht so viele Kekse zu essen. Das wäre halt echt blöd. Da wäre ich auch echt ein bisschen sauer auf mich. Okay, ich gebe mir also die allergrößte Mühe in den nächsten 4 Wochen. Und dann bin ich total topfit. Weihnachten. Ja, naja, sowas beschäftigt mich halt viel. Der. Ja, okay. Ich gehe mal baden, mir ist kalt.